Hallo, hier ist David vom Lehmladen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man den Lehmunterputz von Hand verarbeitet. Zuerst müsst ihr den Lehm anrühren. Bei kleinen Mengen kann man das sehr gut einfach nur mit so einem Rührquirl machen, den ihr an eine Bohrmaschine oder an einen Akkuschrauber anschließt. Der Akkuschrauber sollte auf jeden Fall genügend Power haben, genauso die Bohrmaschine. Die Füllhöhe sollte den Quirl dann nicht übersteigen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass dieser Quirl wirklich nur für kleine Mengen gedacht ist. Größere Mengen solltet ihr dann schon mit einem größeren Rührwerk machen oder auch mit einem Mischer. Bei richtig großen Mengen, wenn ihr ein ganzes Haus verputzen wollt oder so, dann könnt ihr lieber mal an eine Putzmaschine denken. Wie das funktioniert, seht ihr in dem Video. Jetzt kümmern wir uns darum, wenn nur eine Wand verputzt werden soll. Wir haben hier den Konluto-Lehm-Unterputz erdfeucht. Der wird im Big Bag geliefert. Die Strohhäcksel sind bis zu 30 mm lang, die Körnung ist 0 bis 4 mm. Die Mindestschichtstärke sind 5 mm, die maximale Schichtstärke in einem Arbeitsgang sind 30 mm. Die Reichweite von Lehm ist immer schwer zu berechnen, gerade wenn die Schichten unhomogen sind. Man kann als Richtwert sagen, pro Zentimeter Schichtdicke reicht eine Tonne 60 Quadratmeter weit. Das Mischen mit einem Doppelrührwerk ist deutlich einfacher, als wenn man ein Einfachrührwerk hat. Das Rührwerk mit nur einem Mischer muss man von Hand mit Kraft durch das Material bewegen. Lehm darf gerne lange gerührt werden. Wenn er lange gerührt ist, nimmt das Tonmineral sehr gut die Feuchtigkeit auf. Dadurch ist die Klebekraft erst aktiviert. Etwa 5 Minuten lang rühren und dann 30 Minuten stehen lassen und gerne nochmal 5 Minuten rühren. Je länger ihr rührt, umso besser wird der Lehm. Die Füllhöhe sollte den Mischer nicht übersteigen. Das heißt, man kann in so einem Bottich etwa 5 bis 6 Eimer Lehmputz auf einmal anrühren. Wie ihr den Lehm anrührt, das steht immer hinten auf dem Sack. Da ist die Wassermenge angegeben, die dazu gebraucht wird. Die Konsistenz sollte so sein, dass man sie halt in der gewünschten Schichtstärke auftragen kann. Das kann auch gerne variieren. Auch bei Lehmputz ist es so, dass man den Untergrund natürlich reinigen muss. Man kann keinen Putz auf eine staubige Unterlage packen, weil der staubige Untergrund, da kann dann der Lehm dran kleben am Staub, aber der Staub hält nicht mehr auf dem Untergrund. Deswegen abfegen, anfeuchten und los geht's. Beim Vornässen ist es wichtig, dass man die Untergründe aneinander anpasst. Untergrund aus Ziegel ist saugfähiger als Untergrund aus Beton. Deswegen wird Ziegel mehr gewässert. Nachdem ihr den Lehm angerührt habt, nehmt ihr euer Werkzeug. Am besten eine normale Trapezkelle, eine Schweizer Kelle und eine Glättkelle. Mit den drei Werkzeugen könnt ihr jede Wand verputzen. Mit der Trapezkelle wird der Lehm aus dem Kübel genommen und auf der Schweizer Kelle zurechtgelegt. Mit der Schweizer Kelle könnt ihr das Material dann auf der Wand aufziehen und gleichzeitig auch glätten. Mit der normalen Glättkelle könnt ihr Material von der Schweizer Kelle runternehmen und es direkt an der Wand auftragen. Die Glättkelle ist besonders geeignet in Ecken und Kanten, wo ihr halt mit der großen Kelle eher Probleme habt. Es gibt natürlich noch viel mehr Kellen, zum Beispiel so eine Berner Kelle. Die ist dann geeignet für noch kleinere Ecken. Aber alles über Kellen findet ihr in dem Video. Bei der ersten Lage Unterputz geht es darum, dass man eine möglichst flächige Oberfläche schafft. Das heißt, man trägt manchmal etwas mehr auf und manchmal etwas weniger. Dickere Schichten von 3 bis 5 cm sind durchaus möglich zu machen. Beim Auftragen merkt man auch immer, wo noch Lunken sind. Das sind so kleine Löcher und Vertiefungen, die noch im Putz sind. Wenn man kleine Reste auf der Kelle hat, verwende ich die immer, um das aufzutragen. Fertig. Lehmputz von Hand zu verarbeiten macht richtig Spaß. Aber noch mehr Spaß macht das mit der Putzmaschine. Und das zeige ich euch im nächsten Video. Mit Lehm kann man die Kellen immer wieder sauber machen. Der ist ja immer wasserlöslich. Aber es ist trotzdem sinnvoll, das sofort zu machen. Dann rosten die weniger.
Schon jetzt, direkt nach dem Trocknen, kann man erkennen, dass die Saugfähigkeit der Steine deutlich größer ist. Hier ist der Putz schon fast trocken, in der Fuge noch lange nicht. Ihr müsst immer darauf achten, dass ihr das Material schnell trocken bekommt, damit die dicken Schichten trocknen können, bevor ihr den Oberputz drauf macht. Beim Trocknen verliert der Lehm Feuchtigkeit und kann Risse bekommen. Das ist nicht weiter dramatisch. Ihr müsst diese Risse dann während dem Trockenprozess zumachen. Einfach durchdrücken. Auf den Unterputz muss in der Regel als nächstes die Gewebelage kommen. Die Gewebelage wird auch noch mit einem Unterputz gemacht. Dafür tragt ihr eine Schicht Putz auf, bettet das Gewebe ein und zieht es glatt. Als dritter Arbeitsgang folgt dann der Oberputz oder der Feinputz. Wenn der Untergrund schön homogen ist und nicht zu Rissen neigt, könnt ihr auch in einem Arbeitsgang ohne Gewebe direkt einen Oberputz auftragen. Das ist aber sehr, sehr selten möglich. Einfacher ist es immer, wenn ihr in mindestens zwei Arbeitsgängen arbeitet, Unterputz und Oberputz. Wenn der Untergrund unhomogen ist, braucht ihr noch einen dritten. Das wäre dann die Gewebelage. So Leute, ich hoffe, ihr habt heute was gelernt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Alle Artikel, die ich im Video benutzt habe, findet ihr natürlich auf lehm-laden.de oder hier in der Infobox. Hier sind noch zwei Videos, die ich euch verlinkt habe. Und jetzt macht's gut, bis zum nächsten Mal.